Vishnu Allah euch allen zusammen. Und damit befinden wir uns auch schon wieder im neuen Part von Let's Play WoW WoD Allianz. Ja, ihr seht, ich habe ein paar neue Mounts wieder am Start. Da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich die schon markiert habe. Ja, habe ich schon gesetzt. Da gab es ein paar Mounts, die ich jetzt eben aus den Ställen rausgezogen habe. Und hatte halt auch gleichzeitig dann das Achievement mit der Black Claw of Sethi. Moment, das kann man, glaube ich, gerade noch sehen. Master of Mounts habe ich eben alle ausgebildet. Ne, den Level 3er Rang auch bekommen. Von dem Stables, der ist jetzt auch ausgebildet auf meinem Horde, auf der Horde-Seite, ne, auf Erida. Und dann gab es eben noch dieses Achievement. Wo ist das denn überhaupt? Das müsste auch hier drin sein. Kommando Jack, okay. Auf jeden Fall gab es da noch einen Mount dazu. Ich gucke, ich kann ja einfach mal hier bei Summary gucken. Advanced Husbandry müsste es doch eigentlich gewesen sein. Ja, da gab es auf jeden Fall einen Mount. Es ist nur nicht da. What? Naja, egal. Ist ja nicht so wild. Auf jeden Fall habe ich wieder ein paar Mounts neue. Mein Mount-Count ist jetzt auf exakt 150. Leider zählen die Allianz- bzw. Horde-Mounts ja nicht mit rein. Je nachdem, welche Fraktion man eben gerade dann auch spielt. So, jetzt soll ich den Kopf vom Flottenmeister Seehorn holen. Und zwar, There be just one thing. Yancey, here's things. A few old my hearties were pretty deep in their cups when they told me about some Vorgan warlock that came a rolling through the Southern Commander looking for charts and orders. Even ran a couple of good pirates through, she did. Like I said, they were up to their eyeballs in grog, but still, a buccaneer's got to trust his ears. So I just got one small task for you. One sent down from Firelon himself. Bring me the head of Fleetmaster Seahorn. Ja, jetzt dürfen wir hier eben nach Hootibay. Ich glaube, meine Piratenstimme ist immer noch nicht besser geworden, ne? Ich muss gestehen, ich übe das auch nicht. Ich übe das auch nicht. Es tut mir so, so sorry, Leute. Es tut mir so sorry, aber man kann eben auch nicht alles haben, ne? Ich meine, so eine wunderbar grandios korrekte Stimme, wie ich jetzt schon habe, ja. Und dann noch erwarten, ja, dass ich damit auch noch andere Stimmen nachmachen kann. Ja. Man muss auch wissen, wo seine Grenzen sind, liebe Leute. Well met. Obtain a Cowhead. An oversized pirate head. Goodbye. Ernsthaft? Wieso willst du die verarschen? What brings you here? Seriously? Okay. Ancestors. Ah, jetzt soll ich die arme Kuh töten, die da nicht die Treppe runterkam, oder was? Also da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Die arme, arme Kuh kann doch Nautifer. Bossy heißt sie. Ja, Bossy. Es tut mir leid, Bossy. Mu. Was? Ja, es bringt mir halt nichts. Ich muss Bossy umbringen. Nein! Ja, nur damit so ein dummer Taucher echt leben kann. Also bitte, ja. Das ist Bossy. Ja, die arme Kuh kam da nicht mehr runter. Das ist doch gemein, so ein Tier einfach abzuschlachten, hey. Naja, wir sollen noch einen großen Piratenhut uns organisieren. Kriegen wir, glaube ich, bei diesen Menschen. Tell him this is the last one. It breaks Puenak's heart to have to carve horn holes in his beautiful hat. Kann ich verstehen, ja. Aber du musstest gerade immerhin keine arme Kuh umbringen. Ich meine, hallo, ja. Nur damit der Bastard leben kann, ich hätte ihn lieber umgebracht als die Kuh. Die Option hat mir Blizzard noch nicht gegeben. Böses Blizzard, ja. Böses, unmoralisches Blizzard. Eine arme Kuh einfach so zu töten, der nicht eine Treppe runterkam. Das ist doch... Das bricht mir das Herz. Oder auch nicht. Manchmal nicht.
Da hast du den Kram. Okay, jetzt habe ich den. Head of Fleet Master. Ich habe doch gerade das, oder? Jetzt habe ich. Ach so, jetzt will er erst, dass ich die Quest ab. Jo, hätte er ja nicht gleich machen können. Hey Baron, Golong. Okay. Greetings. Die arme Kuh. Bring that back up to Yancey by the waterfall. The ignorant human have no idea what's... It's not me. Ja, ne, wenn man halt auch nicht so viel mit Tauren zusammenhängt. Ich kann's verstehen, ja. Also ich meine, als Allianzler, ne, also... Er ist ja nun zwar Blutsegel-Bukanier, aber er ist ja schon Mensch. Und der hat ja nicht so viel jetzt zu tun gehabt mit den Kühen, ne? Und wie das vielleicht mit uns dann, mit Asiaten so ist, können die vielleicht auch Tauren nicht so gut auseinanderhalten. Oder Tauren von der Kuh. Also wenn ihr Asiaten mit irgendwas anderem verwechselt, ja, mit einer Kuh zum Beispiel, die ist nicht so gut, sowas zu sagen, ne? Nee, ne? Überhaupt nicht. Ist auch nicht gut zu sagen, dass alle Asiaten gleich aussehen. Die haben verschiedene Frisuren, ja. Die haben verschiedene Frisuren, da kann man die auseinanderhalten. So, aha. Deshalb haben die auch in Anime immer verschiedene Haarfarben und verschiedene Frisuren, damit man die Figuren auseinanderhalten kann. So. Was ich halt irgendwie immer komisch finde, ist, dass sie sich nicht so zeichnen, wie sie aussehen. Also, wenn man sich zum Beispiel mal Conan anguckt, ja, der hat ja so riesengroße Kulleraugen. Und wenn die einen Conan-Film machen würden, einen Realfilm, würden das Japaner spielen. Und das passt halt einfach nicht, weil... Sorry, aber die werden halt ganz klar europäisch gezeichnet. Ja, also die haben echt ein ganz klares europäisches... oh, Piracy. Das ist ja lieb. Haben ein ganz klares europäisches Grundmuster, was dahinter liegt. Und auch wenn ich mittlerweile akzeptieren kann, dass Iris West in Flash von einer Schwarzen gespielt wird, beziehungsweise einer Farbigen, obwohl es halt nicht der Comicvorlage entspricht, finde ich das halt schon ziemlich krass. Ne? Also ich meine, man muss sich halt vorstellen, es gibt Comic-Fans, ja, und wenn halt ein Charakter anders ist, als er sein sollte, ist es halt nochmal was ganz anderes als im Buch, ja. Weil wenn im Buch mir jemand einen Charakter beschreibt und er sagt einfach, ja, der ist weiß und sieht vielleicht so und so aus, hat die Augenfarbe, ne, dann denkt man sich, okay, der könnte so aussehen, ne? Aber im echt kann man halt dann einen anderen Schauspieler auch besetzen. Jemanden, der vielleicht Ähnlichkeiten aufweist, wo man halt sagen kann, okay, so und so könnte das noch gemeint gewesen sein, ja, dass man halt ein bisschen auslegt. Und zum Beispiel für mich wird Aragorn immer so aussehen wie Viggo Mortensen. Der Zug ist einfach abgefahren. Der wird für mich einfach immer so aussehen. Und Gandalf wird für mich einfach immer Ian McKellen sein. Das war's einfach. Und das ist halt so, dass, ja, wenn man halt eine Comic-Vorlage hat oder auch mehrere Animationsserien als Vorlage hat, wo halt schon ein bestimmtes, wirklich fertiges Bild vermittelt wird. Das ist ja nicht so wie in Büchern, irgendwie beschrieben wird und man stellt sich dann eben selbst vor, wie das aussehen könnte. Man hat ein fertiges Bild. Und das ist halt schwierig, dann nicht diesem Bild zu entsprechen, vor allem, wenn man vollkommen daneben, ja, sticht quasi. Also bei Anime finde ich das besonders merkwürdig einfach nur, wenn das halt auf einmal Asiaten sind, obwohl das klar im Manga und in den Anime dann so aussieht, als wären es keine. Ich muss das Deck schrubbeln, ernsthaft. Och, Menno, haben die da nicht irgendwie bezahlte Crew für? Ja, mach das mal. Also eine Quest, obtain 6 Cannonballs. Ja, du hast jetzt für ein Gold, machst du mir halt mal meinen Scheiß hier. Kann ich eigentlich so mit dem Gold um mich werfen? Ja, das geht noch. Das geht noch. Ja, jetzt sollen wir erstmal hier ein paar Kanonenkugeln holen. Ach, ich dachte gerade, das wäre ein anderer Spieler, weil Lynn Rieder so ein bisschen vor mir geschwommen ist.
Nimri, da geht einfach so vor. Ich kann mir auch unendliche Atem buffen. Das ist, glaube ich, für diese Quest recht hilfreich. Noch hilfreicher wäre natürlich irgendwie eine Druiden-Schwimmform oder so ein Scheiß. Aber das haben wir als Warlock nun leider nicht so. Ich hatte mir noch überlegt, also es gibt ja noch einige Klassen, die ich hochspielen kann und noch nicht im Let's Play hochgespielt habe. Und da wollen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen was machen dran. Ne? Wollen wir mal schauen, wie das dann eben läuft. Also jetzt haben wir erstmal unseren Warlock und demnächst dann auch den Paladin am Start. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Also ich will halt nicht ständig nur Level-LPs machen. Problem ist halt, der Endgame-Content in Draenor ist auch so ein bisschen beschränkt. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt endlos viele Möglichkeiten hätte, Content rauszuholen. Bis es dann halt zur nächsten Erweiterung geht und heißt halt wieder leveln, ne? Und wieder leveln und wieder leveln. Es ist halt ein bisschen schwierig, da irgendwie an ja, nicht repetitiven Content zu finden. Man könnte vielleicht Heroik-Instanzen noch gehen, man könnte hier und da vielleicht noch einen Raid machen. Aber ich habe ja schon einen Raid, einen eigenen, ja, Raid-Playlist quasi außerhalb des Level-Let's Plays. Und gehe da ja auch immer mal, nehme auch immer mal unsere Raids halt eben auf, ne? Nur halt jetzt nicht mit dem, Level-Char, sondern eben mit den anderen Chars, die ich halt habe. Und das ist halt... Es ist halt, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn man auch zum fünften Mal durch Heimol durchrennt und ihr halt mir zum fünften Mal zuschaut, wie ich durch Heimol durchrenne. Finde ich persönlich halt schwierig. Ja. Und hier beim Leveln kann ich noch ein bisschen Variation mit reinbringen. Und wir haben halt dann auch Klassen, wo sich halt alles auch von Grund auf unterscheidet. Also ein Warlock spielt sich auch komplett anders als ein Jäger zum Beispiel oder so. Und da kann man halt ja ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen was dran machen, ein bisschen mit spielen, während das Problem halt bei anderen Sachen nicht so einfach ist. Ne? Ich kann mir nicht einfach einen Raid aus dem Ärmel schneiden. Ich könnte natürlich auch mal so ein paar Achievement Guides machen für ICC zum Beispiel. Da bin ich letztens durchgerannt. Oder halt auch andere Dinge, wo man sich überlegen kann, dass man könnte Classic Raids irgendwie mal gehen und die mal vorstellen, so ein bisschen über die Lore auch sprechen. Lore-Videos generell war ich am Überlegen, ob ich die mache. Das sind halt alles so Dinge, wo ich mir Gedanken drüber mache. Und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber jetzt habt ihr euch auch Gedanken drüber gemacht. Unweigerlich. Ja, wieder mal nichts für uns dabei. Okay. War es das jetzt? Gibt es jetzt echt keine Quest mehr? Doch, gibt es. Da oben von Gar Salthoof. Okay, Gar, meine ich natürlich. Obtain 5 Bushels of Limes. Okay, wo sind die? Hui! Und ins Wasser. Das muss echt cool sein, ne? Von dem Ding da einfach ins Wasser zu springen, von dem Schiff. Das ist eine Kiste. Lassen die das echt einfach in Kisten da rumstehen? Lime Thief. Alter, wir sind Piraten. Ja. Man, müssten die nicht mit uns zusammenarbeiten, so ein bisschen sagen, hey, du bist Pirat. Du bist Pirat. Und ich bin Dieb. Und ich bin Dieb. Können wir uns nicht vertragen. Könnte man bestimmt so ein Sesamstraße-Lied draus machen. Oder Disney-Lied oder irgendwas in der Richtung. Vor allen Dingen steht es ja wirklich einfach direkt neben den Blutsegel-Bukanieren und die lassen das halt einfach dann mal mich regeln, ne? Ich meine, warum sollten die auch nicht? Any damage caused will remove the effect. Only works against humanoids. Ja, ist eigentlich ganz schön, wenn man auch mal so ein CC noch dabei hat, eben mit der guten Linrida. Und schafft schon wieder eine... Ups. Das war ungewollt. Bam. So, Dalle. Wollen wir mal schauen, dass diese blöde Krabbe auch mal down geht. Geht sie? Nice. Ja. Also, ich bin ja dafür, dass es Piraten und Diebe sich mal ein bisschen anfreunden miteinander. Ja, ne? Ist ja, ne, wenn sich Arthas und Dili dann zusammengeschlossen hätten. Oh, oh, oh. Ja. Die hätten da ordentlich gefickt. Vielleicht kommt das auch wieder. Vielleicht kommt ja nochmal
Illidan soll ja angeblich wiederkommen irgendwann. Vielleicht bringen sie Arthas auch wieder. Ich fände es halt irgendwo ein bisschen lame, ne? Wenn sie halt ständig dann Leute wiederholen würden. So George R. R. Martin-Style, ne? Das muss nicht sein. Also tot, finde ich, sollte schon tot bedeuten und auch was Endgültiges haben, weil sonst hat man irgendwie so ein bisschen. Es fehlt die Connection, ne? Also wenn ich sehe, ja, Krillin stirbt, ne, dann denkt man sich so, ja gut, der ist jetzt schon zum 25. Mal gestorben, so ein bisschen drauf geschissen. Und wenn sie halt jetzt sagen, ja, wir können Charaktere wiederholen. Also jetzt mal abgesehen von eben Kil'jaeden, Arcimond, ne, die können ja nur im Twisting Nether getötet werden. Oder eben durch das Runeblade. Da haben sie aber ja auch schon diese Lore ist ja schon im Spiel drin, ne? Und Illidan würde vielleicht noch Sinn machen, zu sagen, der ist halt schon so dämonisch, dass er in den Twisting Nether gezogen wurde. Aber dann müsste er eigentlich von Kil'jaeden und Arcimond da aufs Übelste gefoltert werden, ne? Und das sind halt alles so Sachen, wo man sich überlegt, muss das sein? Ich finde es okay, wenn es wirklich gut in die Story einarbeiten und man sagen kann, ja, das hätte habe ich jetzt zwar kommen sehen, ne, es ist nicht ganz so Deus Ex Machina, aber es ist schon cool, wenn sie halt dafür die Lore da hätten. Und bei Arthas, okay, Frostmourne ist anscheinend gestohlen worden. Wir wissen nicht, wo momentan Frostmourne ist. Und da könnte man auch sagen, vielleicht hängt da noch irgendwo Arthas Seele mit drin. Halte ich für unwahrscheinlich, denn die Seelen sind ja alle rausgekommen, nachdem man eben Frostmourne dann zersplittert hat. Ne? Also Terenas ist ja auch nicht mehr in Frostmourne gefangen. Okay. Und das, ja, fände ich halt nicht so sinnvoll, wenn man sagen würde, ja, jetzt kommt Arthas wieder. Wie gesagt, bei Illidan kann ich es noch irgendwo nachvollziehen, wie man da auf irgendeine Art und Weise drauf kommen kann, ihn wiederzuholen, jetzt ohne irgendwas extra einzuführen. Klar, ne, man kann natürlich immer auch sagen, ja, YOLO, Alternate Universe, wir haben ihn hier wieder, ne? Wäre auch cool, wenn sie das jetzt machen würden. Alternatives Draenor fände ich geil. See you later. Dass man da leveln könnte, ne? Das wäre schon cool. Okay, ich soll jetzt Kanonen bedienen, oder was? Ah ja, hier oben sind Kanonen. Here there. 15 Ninjas. Watch your back. Wo sind denn bitte Ninjas? Jetzt haben wir nicht nur Diebe und Hä? Sollst du nicht treffen? Hä? Was passiert hier? Ah, okay. Jetzt kann ich zielen. Ready. Set. Go. Ah, das war leicht daneben. Okay, so geht es. Ready. Set. Und go. Pounce. Ah, ich soll jetzt einfach den mehrfach treffen. Bam. Ja, das läuft doch. Das läuft doch auch super. Ist ziemlich einfach, die Quest sogar. Bin ich ja nicht so dafür für einfache Quests. Ich bin ja immer für schwerere Quests. Na? Doch, das hat auch noch getroffen. So, und bam. So, hätten wir das geschafft. War jetzt nicht so sonderlich schwierig, ne? Also, das ging eigentlich auch ganz gut. Müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier fix, ich habe fix gesagt, die Quest abgeben. Speak with Blatzel. Ich würde sagen, nein. Ich für meinen Teil sage jetzt einfach mal, dass wir jetzt diese Quest auch abbrechen. Und gehen in die Plague Lands. Das finde ich gerade irgendwie cooler, als hier diese Piratenquest weiterzumachen.
Ich weiß nicht, es könnte sein, dass da jetzt noch ein bisschen coole Lore hinten dran kommt, aber Piraten gegen Ninja, Piraten gegen Diebe, was kommt denn als nächstes? One Piece gegen Naruto oder was? Kommt dann hier Naruto und Ruffy rein, oder beziehungsweise Luffy, ne? Wo man sich ja immer noch nicht so ganz sicher ist, weil Japaner haben kein L, ne? Also ich denke mal, es wird Luffy, soll das heißen, aber ja, Ruffy ist halt jetzt englisch ausgesprochen. Also da steht wortwörtlich R-U-F-U-I. Also die haben ja auch kein Phi. Ne? Ja, es ist ja, man macht da so ein kleines I, schreibt man so klein unten dran und dann wird dieses U so ein bisschen verschluckt und dann kommt da eben das raus bei das Luffy. Ne? Das ist bei mir ist es genauso bei meinem Namen. Da ist auch eigentlich ein FE drin. Und ja, dann wird eben das E klein unten an das Fu dran geschrieben und dann wird dieses U eben auch verschluckt und dann kommt dann quasi so ein Fue raus. Also ein W. Ne? Das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber es sind Japaner und die wissen, denke ich mal, was sie tun. Auch wenn ihre Sprache größtenteils wirklich von Chinesen gekommen ist, also Schriftsprache von den Chinesen kam. Und ihre Sprache eigentlich größtenteils wirklich englische Lehnwörter sind. Ich weiß nicht, wie man so eine Sprache machen kann, aber gut. Der Kampf um Andor Hall. Sprecht mit Kriegsmagier Eralia, um nach Andor Hall in den westlichen Pestländern teleportiert zu werden. Dort angekommen sollt ihr Tassarian Bericht erstatten, der sich in Andor Hall befindet. Wir haben gerade einen Greifen von aus dem Plague, aus den Pestländern bekommen. Mit Nachrichten. Es sieht nicht gut aus. Die Stadt Andor Hall ist in der Mitte eines 3-Fraktionen-Krieges zwischen den Forsaken, der Allianz und der Geißel. König Varin hat die Würfel geworfen und einen Todesritter hingeschickt, um die Attacke zu leiten. Aber ich glaube, er kann jede Hilfe gebrauchen, die er kriegen kann. Sie haben speziell für einen Allianz-Warlock gebeten, damit er in einer speziell ausgewählten Mission teilnehmen kann. Wenn ihr diese Mission akzeptiert, sprecht mich an und ich werde ein Portal nach Andor Hall machen. Das war jetzt mal eine On-the-Fly-Übersetzung und ich finde, dafür war es nicht schlecht. Dafür war es doch nicht schlecht. Western Plaguelands in Andor Hall. Tassarian. Death Knight. Sind wir hier eigentlich? Sind wir mitten in Andor Hall? Wir sind mitten in Andor Hall. Haben wir überhaupt irgendwas, wo wir hinfliegen können? Hello. Chillwind Camp, okay. Have a good one. Gut, das scheint ja so halbwegs dann noch nach was auszusehen. Wir nehmen mal die Quests hier an. Make it quick. Und schauen mal, was dann unsere geheime und spezielle Mission ist. Im nächsten Teil. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So why I ask just doesn't make much sense that a man of my stature should have to wear a dress. I mean, what may I inquire? We are thinking on that day. We are counted up for a man like me, a Roman looks so gay.